Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schichten der Angst. Scheißen der Angst. Ja, wir haben mal ein bisschen am Spiel gewerkelt und vor allem haben wir jetzt gerade einen Schock gekriegt, ja, weil wir sind aus dem Spiel, wir sind aus dem Spiel gegangen und das Spiel hat uns nicht gesagt so von wegen, speichern oder so, sondern ist einfach raus und wir dachten so, okay. Gespeicherter Fortschritt geht verloren. Nee, eben nicht. Und dann haben wir jetzt das Spiel gestartet und dann passierte Folgendes. Ladebildschirm. Wir landen einfach wieder hier und wir dachten mir, scheiße, jetzt müssen wir von vorne anfangen, aber... So, aber, jetzt wenn gucken wir mal kurz... Nach rechts schauen. Das sind die Rattenbilder, die wir gefunden haben. Und was noch viel geiler ist, wenn du jetzt wieder nach links gehst... Genau. Übrigens, das Bild ist noch unvervollständigt. Vielleicht, ja, stimmt, vielleicht wird das immer weiter vervollständigt. Das ist natürlich auch eine gute Theorie. Ich glaube, hier ist nichts mehr drin, aber wenn wir jetzt aus der Tür gehen, du drehst dich im Übrigen viel zu viel schnell um. Das kriegt das Rendern nicht mehr mit. Wirklich. Okay, tut mir also du darfst dich nicht so schnell. So, und wenn wir jetzt hier rausgehen, landen wir woanders als da, wo wir vorhin gelandet sind, aber immer noch gut genug. Als wir es gerade probiert, egal. Als wir es gerade gemacht haben, sind wir in diesem Maisgang gelandet. Also wenn wir jetzt hier links gehen. Das ist ja, ist immer noch, weißt du, jedes Mal, wenn du da durchgehst, du landest einen Schritt weiter zurück. Nein, du bist so dumm, ey. Probier das doch nicht. Wieso denn nicht? Ja, jetzt töte nicht Zeit, wir wollen weiterkommen. Komm. Ja, alles klar. Daniel. Töte nicht Zeit? Töte nicht Zeit. Deutsch spricht nicht. Ja, hier haben wir eigentlich gerade, wir die Tür gerade aufgemacht haben, sind wir hier gelandet. Lustige Geschichte. Egal, wir gehen hier einmal rum. Ich mache das nicht mal ganz cool unromantisch, das Spiel oder ein Horrorspiel aus zufällig generierten Jumpscares bestehen würde. So, und jetzt kommt die Küche. Kennen wir schon, haben wir schon mal gesehen. Nur für die Leute, die letzte Folge verpasst haben, das war der Hauptinhalt. So. Ach so, das sammelt man nicht nochmal ein. So, jetzt ist wieder gruselig. Okay. Okay, dann habe ich noch jetzt ein kleines bisschen. Oh mein Gott, da fällt schon alles runter. Aus dem Bild. Guck auf den Tisch. Guck doch auf den Tisch, wenn da Geräusche kommen. Ich will sehen, was passiert. Okay, da sind auf jeden Fall irgendwelche Äpfel runtergefallen und Tuben ausgedrückt worden. Ja. Nein, rechts, am Schrank, es war am Schrank. Was, an welchem, an dem? Da hat sich irgendwas bewegt. Wie siehst du das? Ja, was bist du denn für ein Spieler, der sowas nicht sieht? Ich höre das doch auch. Ich höre das doch auch, aus welcher Richtung das kommt. Ich bin voll konzentriert und du sagst, ja, guck dir mal da. Ja, dann geh doch mal durch. An dieser Küche ist die Unordnung. Dann geh doch, er ist wie ein Stillleben eigentlich, ne? Ist eigentlich ganz cool. Aber dann geh doch mal durch diesen sehr okay! What? Geh ins Licht, du weißt nicht gehen. Naja, aber ich meine, das ist ja auch eine gute Sache, um Geld zu sparen und... First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Das ist doch ein, ist das ein Stück Haut? Ist das hier ein Speicherbutton? Nein, das ist das Stück, was du in der Hand hast. Du hast das jetzt im Inventar. Depp. Ja, und wir haben jetzt ganz viele, sind das Kartoffeln? Oh mein Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, die Küche ist eigentlich gar nicht so gruselig. Also durch die Tür kommen wir anscheinend nicht mehr. Ich gehe mit dem Rücken zur Wand, weil... Oh, hier ist die Tür. Oh, da ist die Tür. Ach, wir sind woanders, wie beruhigend. Ach, hätten wir ja gar nicht... Weißt du, da waren wir doch gerade schon, Mann. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche, danach bist du übern Berg. Was ist daran so schwer? Ich glaube, wir vervollständigen jetzt das Bild zum ersten Mal. Ja, das glaube ich auch. Wir gucken uns... Shapeless Dreams, formlose Träume. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen um, ne? Könnt ihr klar. Sagen, dass hier irgendwelche Secrets sind. Oh. Okay. Ich glaube, das kann man... Ach, das sind die Bilder, die man sammeln kann. Haben wir schon drei übersehen. Geil.
kann man ganz schön viel sammeln, ne? Das ist ja sehr beruhigend. Ich glaube, weiter Blätter macht keinen Sinn. So, hier haben wir die okay. Mäuse. Jetzt hätten wir das beigebracht gekriegt, was wir gerade selber rausgefunden haben. Die Schränke sind bestimmt immer noch zu. Okay. Der Zettel auf der Kommode. Ach, der Zettel wurde weitermacht. Hass, selbst jetzt verloren. Du verdienst es. Beende es. Der Zettel ist also weitergeschrieben worden. Okay. Und das Gemälde können wir jetzt vervollständigen. Mit der Scherbe. Das ist keine Scherbe, das ist ein Hautfetzen, oder? Ha, Flamingos. Blutende, stinkende Flamingos. Okay. Ja, wir ziehen uns ein wenig zurück, gucken nach rechts, gucken nach links und gehen langsam wieder zur Tür. Oh. Schränktür offen. Licht. Bitte. Zuerst suchte ich nach einer langen Leinwand. Einer langen Leinwand. Nicht irgendeiner langen Leinwand. Ich musste ein Messer finden. Ja, es ist das, nicht was der vorhin schon erzählt hat. So ein Brotmesser, ja, bla bla ja. bla. Okay, kann ich das Ding hier auch wieder. Boah! Geiles Geräusch, oder? Tut mir leid, mach ich nicht wieder. Voll laut. Das war ein Scherz, mach ich nochmal. So, immer noch zu. Okay, ja, dann gehen wir doch mal nicht auf den Spiegel. Gar nicht mehr. Ja, okay. Ich habe jetzt wirklich bei diesem Spiel Angst, Türen zu öffnen. Schade, ich dachte, die Musik will leiser. So, genug Spaß. Hier waren wir schon. Das ist wieder der Anfang. Hier ist wieder das Buch, ne? Obwohl, ich gucke jetzt mal gerade aus. Ich glaube, das ist auch extra dafür da, dass man es wiedererkennt. Ein Fahrstuhl, wie beruhigend. Ein enger Fahrstuhl. Fahrstühle in Horrorspielen sind grundsätzlich immer eine ganz, ganz böse Sache. Runter oder hoch. On oder off. Run or stop. Ich glaube, du musst erst die Tür zumachen. Es geht nur noch links. Ist das so? Ja, nach rechts. Rechts. Das andere links. Also hier nach links geht's nicht, sondern nach rechts. Guck bitte zum... Ja. Oh mein Gott, ich will es nicht sehen. Wetten, da steht jetzt irgendwie unsere tote Frau oder sowas. Na gut. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hatte dem Ganzen die Magie genommen. Pass, ich konnte es nicht nur pass. Pass, Kate. Catches. Catches. Guck mal, ganz lange keine Stockwerke und auf einmal... Gut, war jetzt nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Ah, hab abgenommen. Du hast abgenommen? Ach, guck mal. Ich bin sehr beruhigt, dass hier alles zu ist. Das macht mir immer so Angst, wenn das so ruhig ist, so lange Zeit. Das finde ich immer sehr unsympathisch, muss ich sagen. Okay. Ja, da bleibt... Eine Sache, die ich dich bitten würde, ist, jetzt dreh dich nicht um. Das meinte ich ernst, Arsch. Ja, da musst du es nicht sagen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich umzudrehen, ist ja doof. So, weiter geht's. Hä? Ha. Warum passiert immer alles genau das, was wir sagen? Ich glaube, eine Tür ist vorhin aufgegangen. Das hat sich nämlich, deswegen habe ich gesagt, dreh dich nicht um. Oh Gott, da ist unser Freund. Unser Affen-Baby-Mann. Affen-Baby-Mann in the morning. Oh nein, ich will da nicht reingehen. Wie lange geht die Folge noch? Du bist bei der Hälfte. Ja, ich weiß, warte mal, keine Tür aufzumachen. Ja, ein Schlüssel. Ah, ein Schlüssel, endlich. Zum Lesen. Oh. Doch nicht zum Lesen. Anlesen. Na gut. Sehr geehrte Herren, Ende. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Matt. Das ist bestimmt Dr. Matt. Ich finde ja geil, dass jetzt auf einmal die Zettel einfach schwarz werden. Vorher wurden sie noch zettelig. Ja. Und jetzt ist das Spiel kaputt und... Grafikfehler, ne? Ja. So, dann nehmen wir halt meine Schlüssel, ne? Links. Ja, ist bestimmt total safe. Ist auch gut, dass du die Tür zugemacht hast. Haha! Doof, Bilder. Nee, ich finde das nicht so gut. Das... Aber Klavier ist erstmal beruhigend grundsätzlich. Hey, guck mal nach zum Fenster, bitte. Ja. Und jetzt... Ja, jetzt hör doch mal auf. Jetzt mach mich nicht so nervös. Oh mein Gott. Ach, guck mal, das Bild macht Musik.
Spaß. Ich glaub's ja nicht, Spaß, Daniel. Spaß, ich glaub's Spaß, ja nicht. War nur Spaß. Guck mir nochmal das Bild an, weil ich meine, was soll passieren? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Oh nein, Lichteffekte. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich sehen möchte, was damit passiert. Ja, ist nicht so schlimm gewesen. Babam! Wenn du nicht auf Babam machst. Was ist in dem Schrank drin? Hier? Oh, ja. Schön, das ist Schrank. Nichts, okay. Beruhigend. Dann gehen wir mal weiter. Sein Glück. Der Schrank steht schräg. Ach, wir müssen. Aber wir kommen jetzt gleich in den Stock, wo. Ah, da war der Schlüssel für. Guck mal, ob du in den Fahrstuhl kannst. Aber der leuchtet schon rot, das heißt schon nein. Er ist schon so halb runtergefahren, ist kaputt. Dann geht direkt das rote Gefahrlicht an. Was sind das denn für Türen? Ach, Dachböden, klar. Und jetzt darf ich gleich spielen. Oh, nö. Ah. Bücherschränke mit Klappen sind... Mama, ganz ehrlich, wenn du so ein Haus hast, ne? Dann brauchst du doch Jahre... Benzin und ein Streichholz. Ja, das würde das Problem, was ich gerade sagen wollte, lösen. Nämlich, wie lange brauchst du denn da zum Putzen? Ich meine, ich würde nicht putzen, aber... Also rechts ist ein Kamin. Schade. Blöd, dass du jetzt doch nach oben musst. Ich glaube, ich habe da hinten was vergessen. Schade. Tu es. Tu es. Tu es. Oben ist ein Kamin. Hurra, hurra, die Bude brennt. Da hat jemand unsere... Alter, das voll das üble Feuer. Ich würde jetzt nicht darüber laufen. Hier hinten ist irgendwas Cooles, glaube ich. Total cool, ja. Es ist Europalette. Ich persönlich freue mich ja immer über Europaletten in Spielen. Willst du das wirklich tun? Ich bin voll dagegen. Ich will da nur gucken. Eigentlich. Ist das da? Nein, dagegen. Da, doch, aber guck mal, da ist noch ein Rattenzettel. Ja, oder ein Foto, auch gut. Ein Rattenfoto. Ein Roto. Ja, und jetzt einfach durch die... Jodo. Nein. Ist ganz schön warm. Ich bin noch nicht wahr. Wahnsinnig. Naja. Aus. Ich bin hier einfach. Das ist. Es hört sich an wie eine Katze. Noch eine Europalette. Ein Baby. Ein verzerrtes Schreien. Oder eine Katze halt. Ja, es ist eine Puppe. Oh, oh mein Gott! Okay, alles cool, ist nur Blut drin. Oh. Keine Sorge, ist nur Blut drin. Alles gut, war nichts drin. Nur Blut. Wir haben nichts. Das war gar kein Blut, das war ein Wein. Das war Vanillesaft. Roter Vanillesaft. Roter. Das sieht so aus wie ein Ladebildschirm früher, ne? So ein sinnloser, dünner Raum hier. Aber die Fenster machen mich halt so fertig. Ja, aber ich wette, es wird irgendwann noch was an dem Fenster passieren. Ja, ein Mord. So an dem, wenn du weitermachst. Ciao. Hier ist doch erstmal hier schön gut erleuchtet. Ne? Ich hasse das, dass die Räume immer größer werden. Haben wir hier drin? Hier Rattenfallen? Wie wir uns gerade die Füße kamen. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Oh. Sehr gut. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater und ähnliches, konsultieren. Die Liste besteht aus den Punkten ausdrucksloser Blick, starre ins Leere. Wie bei der Arbeit. Ist hier als Ja angekreuzt? Willkürliches Zeichen der Gesichtsmuskulatur, willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur, auch als Reden bekannt. Ja. Schlaflosigkeit nicht bemerkt.
unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt. Ich auch. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Depersonalisieren. Was soll das überhaupt bedeuten, Lexikon? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen können von Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit. Habe ich. Suizidale Tendenzen. Wir beenden die Folge. Tschüss. Ciao.